So, was geht, Leute? Heute spielen wir wieder eine kleine Runde Blackjack. Tut mir leid, dass die letzten Tage jetzt nicht so viele Videos kamen. Aber das werde ich jetzt mal ändern. Ich habe ja gesagt, die nächsten Tage wird immer ein bis zwei Videos werden immer kommen. Die nächsten Tage. Ah, die Dealerin sieht ja ganz nett aus. Wie heißt die gute denn? Candice, okay. Fangen erstmal an mit 400 Euro. Habe ich jetzt mal aufgeladen. Raw. Natürlich ist ja im Live Casino ein Muss 6. Ja, Nacht. Und wenn einer von euch einen Spielewunsch hat, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Dann kann ich spielen, ob irgendein Live-Casino-Game oder irgendein Slot. Könnt ihr einfach reinschreiben, dann werde ich spielen. Und die nächsten Tage werden genug Blackjack, Roulette und auch Dreamcatcher-Videos kommen. Dreamcatcher habe ich momentan ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Aber wenn ihr es sehen wollt, dann schreibt es rein. 18 now. Das könnte ein Push werden. Bast. Ein Bast, jawohl, schön. 120 direkt. Das Bild wollen wir nicht speichern. Ja, nebenbei gerade noch eine Zigarette am Rauchen. Aber die Dealerin sieht ja ganz nett aus. Und ein 50er Table sollte auch erstmal ausreichen. Na. Und nein, Leute, gegen eine 10 mache ich keinen Double Down. Und ich grüße auf jeden Fall mal den Ukulele-Dude. Der schreibt ja mal kräftig in die Kommentare und auch die ganzen anderen. Ich grüße euch, Leute. Und danke auch an euch, dass ihr immer so zahlreich kommentiert unter meinen Videos. Das freut mich wirklich. Oh, 17. Bleiben wir stehen. Ah, sie muss eine Low-Card ziehen, ansonsten haben wir leider keine Chance. Too many. Und Dila hat ein Ass oder eine 10. War klar. Wie jedes Mal. Haupthand, 10 Euro auf den Sidebets. Jetzt müssen wir natürlich mal was hitten. Wenn nicht, wäre es natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber die gute Candice, die wird das jetzt schon richten. Wenn ich bald mal über eine 10.000 Euro Bankroll habe, dann werde ich für euch mal ins Salon Privé reingehen und werde da mal eine dicke Hand spielen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber für den Salon Privé muss man ja eine Mindestbankroll von 6.000 Euro haben. That's too many. Na, 16. Ich ziehe noch eine Karte. War doch klar. Mal gucken, was die Dealerin gleich zieht. Ist auf jeden Fall mal spannend zu sehen. Jetzt komm. Jetzt noch mal ein bisschen hinne hier, Kollege. Kollege Schnürschuh. Komm, jetzt zieh'n Stand, mach fertig hier.
muss ich schon niesen. Zwei Hände jetzt, come on. Die gute Candice muss jetzt liefern. Sechs, Mann. Vier. Und sie zieht bestimmt wieder Pickler Card. Ach, come on. Ach, come on. Die hätte ich gebraucht, die vier. Jetzt darf die Dealerin nur kein Ass haben. Ach mein Gott. Und checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Ich habe hier bei Come On einen netten Boni für euch. Gibt auch eigene Tische von Evolution Gaming bei Come On. 10 Euro ohne Einzahlung. Erster Link in der Videobeschreibung. Checkt auf jeden Fall mal Come On ab. Und ein 400% Einzahlungsbonus auf die erste Einzahlung. Jetzt keine 5. Ah, schön. Ich bin all in, Leute. Drückt mir die Daumen, dass wir jetzt was Gutes kriegen. Ach mein Gott. Na, eine 4 wäre gut gewesen. Na komm, wir nehmen einfach keine Karte mehr. Eigentlich bei 13, ich hätte noch eine nehmen sollen, aber. Ach man, hätte ich mal noch eine Karte gezogen, wäre 21 gewesen. Eventuell wird sie mich jetzt eh wieder basten. Wie jedes Mal. Ach, was tue ich mir da wieder nur an? Was tue ich mir da wieder nur an? Hoffentlich bastet sie. Die gute, ich habe die niedrigsten Karten am Tisch. Alarm 19, 20, 18, Blackjack. Und Julian zieht mal wieder so richtige Scheißkarten. Jetzt zieh eine 10. Hey, mein Gott. Na, bad, Leute. Alles klar, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. War jetzt eine öde Session. Wir haben es auch erst 9.37 Uhr, aber alles klar. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Checkt die Videobeschreibung ab. 10 Euro ohne Einzahlung. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Bis die Tage, bis dann. Haut rein.